Weil Munition ist wichtig, ihr wisst es, wenn ich nicht schießen kann, dann komme ich nicht weiter. Und wenn ich nicht weiterkomme, kann ich schießen. Was geschah mit Krypto 136? Was geschah mit dem? Ich habe keine Ahnung, Alter. Was geschah mit Krypto 136? Ich bin Krypto 137. Ach so, das ist der Typ vom... Erste Folge, alles klar. Leute, erste Folge, nochmal gucken, unbedingt. Jetzt sollten wir herausfinden können, was mit Krypto 136 passiert ist. Deine Scans zeigen mehrere radioaktive Bereiche in deiner Nähe an, aber einer davon sieht wie ein besonders guter Kandidat für eine Absturzstelle aus. Und da kam auch schon die nächste Trophäe. Die Trophäe kommen immer zu viel zu früh. Mit einem haarigen Finger berührt, verpasse ich ihm ein zweites Arschloch. Okay. Also die Trophäen, die sollten eigentlich mal nach der Mission kommen. Nachdem ich alles fertig habe. Das berichtigt dem Sergeant. Dann ist das sein verkacktes Problem. Glaubst du, sie ahnen was? So, ich verwandle mich mal in den Typen hier. So. Natürlich auch rumballern hier, wie so ein Blöder. Mein Kopf sagt Clift, aber mein... Was hast du herausgefunden? 136 ist definitiv hier abgestürzt. Hast du sein Schiff gefunden? Ein paar Einzelteile. Es ist größtenteils zerstört. Birg jegliche verrohene Technologie, die die Menschen gefunden haben könnten. Und rette Krypto 136. Die Affen haben das Schiff wahrscheinlich an ihre Esel gespannt und es zurück zu ihrem Kuhdorf gezerrt. Muss immer dranbleiben hier. Um einen Gott anzubeten. Nach Jersey hochfahren und Onkel Tony besuchen. Was steht da? Berge voronische Technologie. Und so allein. Das Problem ist, da ist wieder irgend so ein Spacko, der mir das Leben zur Hölle macht. Oh. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Kann ich da einfach läuft vorbeigehen? Und wissen Sie was? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, es geht, aber ich muss schnell sein. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Gut, dann holen wir jetzt erstmal das Teil. Also sobald ich in dem Kreis drin bin, ne? Werde ich zurückgesetzt. Deswegen schnell raus und wieder scannen. Uff. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, drehe ich noch durch. Da oben ist noch einer. Wie komme ich denn da hin? Uiuiui, kann man da auf dem Berg irgendwie hoch? Das Problem ist, ich muss mich ein bisschen beeilen. Weil ansonsten wird es ja gleich wieder zurückgesetzt. Scheiß drauf. Machen wir mal so. Oh, da ist ja einer. Hat er mich gesehen? Nee. Ich würde mich gerne in den Typen verwandeln. Zeig dich! Nimm das, Nobelpreis! Ah, hat funktioniert, okay. Okay. Gut, dann haben wir den, dann gehen wir wieder runter. Okay, wir sterben nicht, aber wir hängen jetzt irgendwo fest. Ach nee, da kann ich auch springen. Oh, ich muss mich beeilen. Sonst werde ich gleich wieder zurückgesetzt. Also ich habe natürlich noch ein bisschen Zeit. Ich habe Zeit, ein bisschen. So, mach mal den nochmal. Ich habe ein Gewehr und sie heißt Zu. Kann ich da rein als Typ hier? Was ist hier los? Gut, dann können wir da durchgehen. Nee, ich will den Typen scannen, Alter. So. Ein Schleifer ist ein echt harter Brocken. So, da ist das nächste Element. Vorsicht. Einfach abholen, raus aus dem Kreis und nochmal scannen. Verdammter Ausbilder, der mich aus der Eliteeinheit geworfen hat. Jetzt habe ich diese lahme Stationierung zugewiesen. Mann, hasse ich dieses Marschieren. Diese Stiefel sind das Letzte. Tja, wie machen wir das am besten? Darf er da nicht reinrennen? Kann jetzt einfach rein, scheiß drauf. Wo könnten die Menschen Krypto 136 gefangen halten? Sieh nach, ob einer dieser Militäraffen mir darüber weiß. Das war knapp.
So, was soll ich jetzt machen? Scanne Gedanken der Mitarbeiter? Militärbasis. Scanne Gedanken. Ach so, auf der. Ich hab echt die Schnauze voll davon, diesen dämlichen, runden Haufen kommunistischen Metalls für die Anzugträger zu bewachen. Sollen sie es doch einschmelzen und daraus gute, harte, amerikanische Munition gießen. Genau. Der Kinsey-Report hatte recht. Unter meiner kalten, harten Schale. Ich wette, ich muss. Ein wildes Chaos sexueller Energie. Alter, was ist denn hier los? Ich hätte eine intensive Putzparty mit einer Zahnbürste, wenn ich dem General sagen würde, er soll. Ach so, ich muss einfach nur scannen, Alter. Das kommt gar nicht auf die Leute an, oder? Abgestürzten UFO, das diese Majestic-Festung klingt nach dem Ort, an dem sie Crypto 136 festhalten. Ja. Fliegende Untertassen sind so real wie die, die in diese Basis abgestürzt ist. Dringe zur irgendwas Basis vor. Oh. Aber diese Sache mit, warte mal. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Das war natürlich das ziemlich dämlich. Warte mal, ich muss mal kurz meine andere Waffe nehmen. Oh, da ist schon wieder ein Panzer, Alter. Also, mal, sind die drauf, oder was? Hier ist natürlich alles voll mit den Typen, ne? Ich würde gerne einfach mal so ein Gehirn extrahieren. Los, tanz! Extrahiere ein paar Gehirne. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit hier. Wer schießt doch nicht durch? Der da. Oder? Uff. Und du noch. Und du noch. Nehmen wir alle mit. Wir machen diese Nebenaufgaben direkt. Die gehen direkt. Die gehen direkt ins Fleisch. Aus dem Fleisch. Rein, raus. Hoch, runter. Warte mal, hier muss ich nochmal hoch. Ist hier noch einer? Hier sind überall noch Gehirne. Die werden mir auch. Die wären mir auch nice angezeigt, ne? Hier redet doch irgendwo einer. Da. Ja. Anstatt die Gehirne mal wirklich gescannt werden, wird hier irgendwas anderes gescannt. Und zwar Muni. Also, Muni ist auch nicht schlecht, ne? Aber geht gar nicht. So, ich brauche mal noch. Okay, die Gehirne habe ich fertig. So, jetzt wollen wir noch ein paar Gehirne. Und alle, die halt hier rundherum stehen, nehmen wir alle noch mit. So, auch noch. Und du. 3, 4. Da ist noch einer. Da ist noch ein Gehirn. Und noch ein bisschen das hier. Uff. So, und jetzt würde ich mal sagen, weiter geht's. Weil Munition ist wichtig. Ihr wisst es, wenn ich nicht schießen kann, dann komme ich nicht weiter. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann kann ich schießen. Ui. Wo muss ich denn hin? Da muss ich irgendwo lang. Zeit zum Hier. Chill. So, ich muss jetzt darüber zur Majestic Base. Ist natürlich jetzt doof. Dass die mich jetzt alle hier schon gesehen haben, irgendwie. Größtenteils. Hat das funktioniert? Das hat sogar funktioniert. Ach so, sobald. Ah, jetzt sind die schon wieder da. Ja, komm, ich muss da jetzt einmal rein hier. Ich gehe mal aufs Gebäude rauf. Hier kommen die eh nicht hoch. Scanne Gedanken auf der irgendwas.
Wie scannt man nochmal Gedanken? Dreieck, ne? Was machst? Bleib stehen! Ich hätte doch zur Nationalgarde von Texas gehen sollen. Obwohl jemand gesagt hat, dass ich mich von der Roboter abgesetzt habe. Oh, ein Roboter, Alter! Ein Robi-Freund. So, ich muss abhauen. Einmal da hoch. Ich muss erst, glaube ich, den Roboter irgendwie. Was war das? Das ist irgendwas. Ich habe die falsche Waffe, Alter. Irgendwie den Robo-Freund, aber. Lass mal den Roboter kalt machen. Weil meine Aufgabe ist ja eigentlich, irgendwelche Leute hier zu scannen. Ja. Noch einer. Okay. Kommt dann noch einer? Also langsam reicht's mal hier. Wo sind denn die ganzen Leute? Da ist einer. Ich muss dich mal scannen, Alter. Audie Murphy ist ein Weicher. John Wayne hingegen, das ist ein echter. Diese kleinen Furon-Kerlchen können für uns davonlaufen, aber sie werden sich nicht verstecken können. Ich muss ins Labor kriegen, bevor Silhouette da selbst reinsteckt. Mehr Papierkram, mehr Steuereck. Über noch irgendwo einer, oder? Überall welche. Zählt das denn? Ja. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir ins Labor gehen. Ist irgendwie noch so ein Teil? Ich glaube, das gibt nur einen Eingang, oder? Irgendwie noch mal ein bisschen Muni. Muni, Muni, Muni. 20 Schuss gibt's da, oder was? Oh, das ist irgendwie 20 Schuss, ey. Warte mal. Wir machen das mal anders. So hier. Warum legen die Kommunisten nicht endlich mit der Invasion los? Ich will ein paar Rote. Falsche Waffe. Ein paar Gehirne mitnehmen hier. Ja, ich stehe genau richtig. Ja, dauert ganz schön, ne? Bis die mal da alle gegrillt sind hier. Da ist noch einer. So, hier sind noch welche. Die nehmen wir alle noch mit. Soweit es möglich ist. So, und jetzt nehme ich wieder meine andere Knarre. Ah, hier ist das Raumschiff. Okay. Da ist das Raumschiff. Die Frage ist nur, wo ist der Kollege, den ich da befreien soll? Da ist er. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Krypto. Ich habe wirklich gedacht, dass du noch lebst. Nee. Oder der schläft nur. Oh, Krypto. Sieh nur, was sie uns angetan haben. Aufgeschlitzt wie ein Tier. Wie können intelligente Wesen bloß so etwas tun? Ja, die hätten den auch zitieren können. Okay. Aber nee, warte mal. Das ist ja 1957, oder? Dann bekommt ihr Krieg. Ui! Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Was hast du gefunden, Krypto? Wir sind tot. Ein ehrbarer Tod im Kampf gegen einen würdigen Feind, das ist eine Sache, Box. Okay. Aber sie haben uns geschändet. Ich soll das zur Explosion bringen, steht da. Dafür werden sie büßen. Oh ja, dafür werden sie büßen. Warte mal, ich nehme mal gleich die Gehirne mit. Weg da! Was ist mit ihm, Alter? Die rennen alle so komisch. Alle weg. Ah, die ersten sind weg. Ich sollte das doch kaputt machen, oder? Achso, das kann man einsammeln. Ich mach mal noch ein bisschen hier was für meine Munition. Und irgendwas soll ich noch kaputt machen. Vernichte futuristisches. Soll ich so tun? Okay, warte mal, dann nehme ich mal das Ding. Geht wahrscheinlich ein bisschen besser.
Verschwinde von da, wenn du nicht enden willst wie dein Vorgänger. Komm zum Mutterschiff zurück. Ich brauche noch ein paar Gehirnchen. Willst du mich verarschen? Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde sie hierfür bezahlen lassen. Genau. Wo sind denn die ganzen anderen Gehirne, Alter? Hab nur etwas Geduld und du wirst schon sehen. Raus müssen irgendwie noch Haufen Gehirne sein. Bring mir sofort das Datenband. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Ich bin der Befehlshaber, yeah. Was geht ab? Hier sind immer noch Gehirne. Die muss ich alle noch holen. Nützt alles nix. So. Ein Bonus. Ein Bonus stand da. Was ist denn jetzt, wenn ich so ein Gehirn hier kaputt mache? Wie viel Bonus gibt's denn da? Da gab's doch viel mehr, oder? Ein Bonus. Also wenn ich den kill, gibt's einen Bonus und sonst gibt's 25 oder so. Okay, ich muss abhauen. Oder? Ach, da ist schon das Raumschiff. Ja, perfekt. Nice. Na, dann ist. Und jetzt? Irgendwas kaputt machen? Nö. Mission erfolgreich. Nice. 100% geholt. Und die Belohnung sind 2000 extra DNA-Dinger. Keine Ahnung, wie die Teile heißen. DNA-Stränge. Bekannter Forscher von Verrücktem ermordet. Bekannter Entomologe zusammen mit berühmtem Fundstück tot aufgefunden.